Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video, zu einem kleinen Projekt. Ich habe mir überlegt, da ja Michael von Let's Bastel so eine gute Werbung gemacht hat von seinem Lineal, wo vorne so eine kleine Vorrichtung ist. Ich zeige euch das mal hier in dem Bild. Diesen Werkstatthelfer möchte ich heute auch bauen. Ich habe mir dazu dieses Lineal besorgt. Ich habe dieses Lineal extra gewählt, weil doch die anderen, einen kleinen Moment, das andere Lineal, wie ihr seht hier, ist doch etwas klein und ja, klein im Vergleich dazu. Doch ganz schön groß. Die Zahlen sind schön groß. Und da ihr ja seht, dass ich eine Brille aufhabe, ich brauche ein paar bisschen größere Zahlen. Guti, aus diesem Grund habe ich mir dieses kleine Lineal besorgt. Hat ungefähr 5 Euro gekostet. 5 Euro per Zerquetschte hat das gekostet. So, gut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Schaut mir über die Schulter und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere das vielleicht auch nachbauen möchte. So wie Michael das auch schon gezeigt hat mit diesem Lineal. Ich habe mir ein bisschen breiteres Lineal besorgt, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Aber jetzt möchte ich dieses Lineal benutzen, um direkt an solchen schmalen Material, also dieses 18er oder was das ist genau, dieses 18er Standard Maß von Leimplatten möchte ich mit dieser Vorrichtung anzeichnen. Also muss ja der Schenkel hier unten, der untere Schenkel, kleiner sein oder schmaler sein, damit ich den hier schön anzeichnen kann, auf dem Tisch anzeichnen kann. Genau. Ist das Lineal. Wenn ich 6,5 nehme, ich denke 1,5, das ist ein gutes Maß. 1,5 und dann kommt das Lineal. Gut, und die Aussparung, Stechbeitel, wie mache ich die Fräse? Mit einem Schiebeschlitten. So, jetzt passt das schon sehr gut. Ein ganz kleiner Hauch noch, ein ganz kleines bisschen an der Seite, aber die mache ich dann mit einem Stechbeitel. So ein kleiner Mühe. Und jetzt ist es nämlich genau drin. Ne? Hackelt nicht, bleibt genau drin. Gut. Ich habe das jetzt ein bisschen länger gelassen alles, weil das ist schon das zweite Stück. Nachher zum Schluss kann ich ja alles nochmal auf Länge sägen und das alles. Wichtig ist ja, dass der hier erstmal genau reinpasst, dass ich das denn hier verkleben kann und hier mit den Exzenter auch fertig machen kann. So, jetzt habe ich mir so einen Schnellspanner, Exzenterspanner zurecht gemacht, hier mit einer Pampamuffe. Dann werde ich mal sehen, dass ich den jetzt hier genau hier so reinmache und den als Schnellverschluss nehme.
So, jetzt habe ich hier alles schön festgeschraubt. Jetzt habe ich nämlich den Exzenter hier. Kann ich den nämlich schön verstellen. So. 70 oder 7 cm eingestellt und einfach nur rüber gedrückt und dann ist er fest. So, jetzt habe ich das alles schön eingeölt. Kann ich das abnehmen, das Öl. Jetzt kann man das schön verschieben. Aber meistens ist es ja so, dass man bei den Ecken hier ein Loch haben möchte, dass das auf beiden Seiten gleich ist. Ich nehme mal 30, also 3 cm, stelle die mal ein und dann hat man ja, reißt man das ja so immer an. Oder man nimmt das Brett und zieht so einen Strich. Und ratzfatz auch verstellt. So, einfach hoch. Dann sagen wir 5 cm und 5 cm. 5 cm und 5 cm. Dann kann man hier halt ein Loch machen. So, das war's. Das war mein Projekt. Kleiner Anschlag. Ich freue mich. Bleibt dabei. Und bis zum nächsten Mal, sagt euer Toppi.